Dankeschön. Guten Abend. Wow. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde, surtout au Français. Also, ich möchte mich ganz gerne vorstellen, aber zuvor möchte ich Sie ganz herzlich afrikanisch eben grüßen, meine Damen und Herren. Und das geht nämlich so. Ich rufe Jambo. Jawohl. Ja, super. Und nun, jawohl, dann rufen alle zurück, bitteschön. Jambo Buana. Okay, let's go. Jambo. Jawohl, noch einmal. Jambo. Oh, das tut mir so gut. Das geht mir runter wie Öl. Das bedeutet eben, ich habe einmal gesagt, guten Abend. Und Sie haben eben großzügigerweise geantwortet, guten Abend, Chef. Und das tut mir gut. Einmal Chef sein in Deutschland. Meine Damen und Herren, mein Name ist nämlich Ibrahima Khalidou Rassoul, Kharitou Yalla, Setou Bout Sine Koumodo Fen El Hadj, Ibn Al-Boudi Maguette Papa Ndiaye Aka Hakuna Matata. Dankeschön. Tut mir auch leid, denn wie sagt der Saarländer, was man hat, hat man. Nicht? Also, im Senegal geboren und in Deutschland beinahe erfroren. Seit 27 Jahren geht es mir so. Über meine Wenigkeit wollte ich nur verraten, ich bin nämlich Bürger, sagt man heutzutage, mit einem maximal pigmentierten Migrationshintergrund. Nicht wahr? Also ich werde nie vergessen, ich kam vor 27 Jahren nach Deutschland. Ich wollte nach Deutschland, um eben Germanistik weiter zu studieren. Als großer Fan von Goethe, Thomas Mann. Ich mag sehr diese Schachtelsätze und allein der Stil. Wo bin ich gelandet? Im Saarland. Und das zum Glück. Ajo. Ja, allemal. Danke. Dankeschön. Ajo, das ist so schön, denn allein als ich denn eben meine erste deutsche Freundin kennengelernt habe aus Friedrichsthal, ich habe versucht mal mit Goethe Deutsch ihr zu imponieren und sie war so wortkack die ganze Zeit. Ich dachte mir, komisch, die deutschen Frauen reden kaum, ne? Bis auf einmal, wie sie gesagt hat zu mir, schwätz Deutsch. Ich verstehe dich nicht. Ich sage, ajo, wenn du Mensch. Integration ist alles, ne? Und siehe da, apropos, ich werde nie vergessen, die erste Begegnung mit einem Kind, das wahrscheinlich noch nie einem so maximal pigmentierten nämlich begegnet war in seinem Leben. Das war eben so lange her und es war Fasching. Ich wollte mich integrieren und meine Freundin hatte gesagt, du musst ja mitkommen und dich verkleiden. Das ist halt die Sitte hier. Ich habe gesagt, ajo, allemal. So, jetzt war die Frage, als was dann? Und wir haben ja ein bisschen diskutiert, als es hieß, komm, habe ich zu ihm gesagt. Weißt du was? Übrigens, es hieß als Heike. So, und Heike gesagt, was willst du gern? Ich habe gesagt, ey du, ich meine Goethe gern. Er hat gesagt, ey, da geh mal gucken, vielleicht kannst du mal was finden. Ich da zum Kaufhof gelaufen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte Glück gehabt. Ich stand vor dem Regal, da habe ich alles gefunden an Requisiten. Vom Kopf bis zur Sohle, beziehungsweise vom Schopfe bis zur Sohle. Wie ich gehen wollte, habe ich festgestellt, hupsala, Moment, ich habe doch was vergessen. Das Wichtigste, und zwar die Hautfarbe. Ajo, wenn schon, denn schon. Siehe da, ich gehe mal zurück, schaue mich dann um, von oben nach unten, nach links, nach rechts und auf einmal, und tatsächlich, ich finde keine Farbe mehr. Nirgendwo stand wirklich leider Gottes, Haut to go. Daraufhin habe ich gesagt, ajo, geht, halt, das bleibt dabei, Goethe in schwarz. Und ich wollte zur Kasse, da kommt mir eben das Kind entgegen, gelaufen und wie, als das mich gesehen hat, plötzlich mit einer Vollbremsung, miau, puff. Kinder kann man doch nicht im Stich lassen. Und dann habe ich ihn gefragt, netterweise, wie es nun mal sich gehört, hallo, was darf es denn sein? Und er hat weißt du was? Also, ich weiß einiges, was willst du wissen? Bist du echt? Ich sage, ajo, allemal. Und dann der zu mir,
Ich, sonst noch was? Ja, aber welche was? Bist du überall schwarz? Ich sage, nee, das sage ich dir jetzt nicht. Mit wem bist du denn hier unterwegs? Mit meiner Mama. Ich habe genau, guck mal, ruf doch die Mama, dann kann ich das hier besser erklären. Und dann kann sie das dir besser erklären. Man weiß nie in Deutschland. Und im Nu hat es gepasst, denn die Mutter hat das Kleinen gerufen, durch den ganzen Kaufhof, Jan Lukas! Und der Kleine, jo Mama, ey, wo bist denn du? Ey, ich schwätze mit dem Neger. Ich sage, nee, 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 nee. Ganz bestimmt nicht. Du schwätzt mit einem Afrikaner. Jo, tut mir leid. Ey, Mama, ich hab, nee, Kind, weißt du was? Tu mir einen Gefallen. Mit Eltern diskutiert man nicht bei uns. Renn schnell du zu deiner Mutter. Denn die Mama hatte nämlich hinzugefügt, komm sofort daher. Samo, was hatte ich schon mal gesagt gehabt? Ha? Aber dapper. Oh. Ich sag, geh schnell zu deiner Mama, beruhige sie und bitte tu mir einen Gefallen. Sag ihr, Mama, also sag zu deiner Mama, ich bin zwar schwarz, aber ich bin Vegetarier, okay? Voilà. Die braucht keine Angst zu haben. Apropos Kind, wenn wir schon mal dabei sind. Es war genauso wie dem Heike, als wir eben unser Kind bekommen haben. Die Heike geht eben an die Saar, um zu spazieren mit dem Kleinen, wie man so schön sagt. Ne? Im Kinderwänsche und ganz seelenruhig. Auf einmal, echt, mein Sohn sitzt im Kinderwagen, total also wirklich vergnügt vor sich hin, lachend, mit in der rechten Hand einem, wirklich mit einem ringelschen Leona XXL, ja, und in der linken Hand mit einer Flasche Maggi XS. Ajo, ist halt so. Und die Schägere da ein bisschen und der Kleine voll am Lachen. Auf einmal kommt eine ältere Dame an, wäre beinahe an denen vorbeigelaufen, als sie eben das Kind eben wahrgenommen hat und dass das Kind total so am Lachen war. Und sie bückt sich und meint, jo, gelle, oh, du bist ja Chloa, gelle. Ich könnte dich gerade noch mit Hemmhole, ha? Und auf einmal, Samo, du lachst dich kaputt, gelle. Und du bist, Leute, es ist doch klar, wenn ich so dunkel bin und die Mama so hell, dabei kommt eben ein schokobraunes Kind raus, oder? Nein, anstatt zu fragen, sagt sie dann wirklich ruhigen Gewissens, Samo, du hast es gut, gelle? Hm? So klein und du warst schon in Urlaub. An einem Sonntag ging ich eben in die Konditorei, vielleicht kennen Sie sie, in der Mainzer Straße-Ecke, Großherzog-Friedrichstraße, Konditorei Steigleiter. Jawohl, ne? Kennt sich jemand aus? Und siehe da, es war Sonntag. Ich wollte Baguette besorgen, denn im Senegal kennen wir nur Baguette. Ich stand denn da, allein die Stimmung war so schön, typisch saarländisch. Die haben alle gar saarländisch geschwätzt. Ich habe gedacht, jetzt oder nie, das ist die Gelegenheit schlechthin. Ich habe festgestellt, es gibt immer Fragen, die so schön sind, die machen, die haben wir auch. Einer kommt rein und sagt zu dem anderen, oh, lebst du auch noch? Jo. Das finde ich klasse. Das ist wie vorhin, also ich stehe da auf dem Balkon, bin am Rauchen, dann läuft jemand unten vorbei und sieht mich, dann sagt er, oh, Ivo, hallo, bist du am Rache? Ich habe gesagt, nee, ich bin am Fauchen. Guck mal. Auf jeden Fall war das so in der Konditorei. Die Stimmung war klasse. Ich wollte Baguette, wie gesagt. Im Senegal essen wir das. Und im Saarland sagt man eben zu Baguette Flitz. So, und leider Gottes lag kein Baguette mehr da auf dem Regal, sondern kleine Spitzwäckchen. Und die sahen aus wie Baguette, nur in klein. Da habe ich mir gedacht, was sage ich eben dazu? Im Nu fiel mir ein, was der Saarländer eben zu tun pflegt. Und zwar bei allem verniedlicht er oder verkleinert er alles. Mein Mohrenkopf, mein Mohrenköpfchen, ja, okay, mein Schätzchen. Und da war es für mich klar. Es lagen übrigens 6 Stück auf dem Regal. Und als ich endlich mal dran war, kam die gute Bedienung, die nette saarländische Bedienung, wie sie alle gar sind. Und dann so schön hat sie mich gefragt, ey, was hätte sie mal gerne, Obama? Ja, ich dachte, wow, dass sie mich erkannt hat, schön. Ne? Und ich hatte gedacht, oh, danke schön. Ich hätte gern 6 Flitscher. Ajo. Auf jeden Fall, eins ist klar. Moral der Geschichte, Flittchen oder nicht,
wie sagt man so schön im Saarland, Hauptsache gut guess. Dankeschön. Gib Ivo ein dreifaches Ei. 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 Ei.